Sie war die Richtige. Alter, du weißt doch, dass die Leute sagen, es gäbe nur eine Liebe. Und wenn sie die nicht getroffen hätten, dass sie dann allein und traurig geblieben wären. Ja. Weil sie verheiratet sind und weil es teuer werden würde, wenn sie was anderes sagen. Ja, und was soll ich jetzt tun? Du hattest keinen Kontakt zu einer weiblichen Spielerin seit... immer. Triff die Liebe deines Lebens. Lad jetzt unsere neue App runter. Das ist ein Zeichen. Nein, eine zynische Werbung, die auf Verzweifelte zielt. Aber wenn wir ehrlich sind, sie haben ihr Ziel erreicht. Ach, ich kann's ja versuchen. Trawler? Oh ja, ich hab davon gehört. Es heißt Trawler. Trawler? Warum? Ah, ich weiß es, weil es natürlich viele Fische im Meer gibt und, kannst keinen fangen, kannst keinen Fisch fangen mit... Nein. Und du brauchst ein Netz, um sie zu fangen. Du brauchst ein Netz. Aber ich hab's zuerst gesagt. Okay, du brauchst ein gutes Foto, wenn du auffallen willst. Bei dieser Internet-Dating-Sache fehlt die Romantik. Ich dachte immer, dass ich meine Freundin mal treffen würde, indem wir uns anrempeln oder wir unsere Taschen vertauschen. Oder sie überfährt mich mit ihrem Pickup und während ich auf der Straße liege, macht sie bei mir Wiederbelebungsmaßnahmen. Und wenn ich zu mir komme, wischt sie mir die Spucke weg und wir küssen uns. Hast du denn fürs Gefängnis auch ein Liebesszenario? Wieso? Du siehst aus wie einer, der auf Tierpräparation und lange Spaziergänge im Dunkeln steht. Das ist der falsche Winkel für ein Selfie. Jeder sieht von unten schrecklich aus. Halt das Handy hoch. Passt auf. Stockhässlich. Niedlich. Klar? Na, dann machen wir das, was alle Teenager im Netz machen. Filtern und zuschneiden. Und voilà. Ich soll eine Kurzbiografie schreiben. Wie würdet ihr meine finanzielle Situation einschätzen? Tragisch. Die App will wissen, welche Hobbys ich habe. Ja, und? Ich mag Käse und Internet-Memes. Wird schwer zu verkaufen. Na, wie würdest du mich denn beschreiben? Ein Schulhausmeister, der für weniger als den Mindestlohn Böden wischt und Pump serviert. Das kannst du doch ausschmücken. Wie, ich arbeite für ein Non-Profit-Unternehmen, das Kinder vor Schmutz, Krankheit und dem Hungertod bewahrt. Okay, also es funktioniert so. Ich bekomme Profile von Mädchen, die in derselben Stadt wohnen. Und ich schiebe es runter, wenn es mir gut gefällt. Wenn sie es auch tut, dann können wir chatten. Die sieht ja wie eine Puppe aus Fleisch aus. Ihr Haar sieht aus, als wär's aus lauter Kleinhaaren. Und was ist mit ihren Händen los? Oh, Alter, sie hat 5 Finger. Hochschieben, hochschieben. Die sieht schon besser aus. Soll ich sie runterwischen? Nein, prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Zu groß, zu klein, zu durchschnittlich. Werden sie denn nicht traurig, wenn du sie wegwischst? Nee, ist alles virtuell. Niemand wird verletzt. Seid ihr sicher, dass wir nicht zu pingelig sind? Sag du es mir. Hier schickt gerade einer ein Foto von ihrem neuen Tattoo von Rockys Gesicht. Oh. Auf ihrem Gesicht. Oh. Hochwischen. Oh, was ist mit der hier? Oh, sie mag mich. Sie sagt, hey, was soll ich sagen? Schnell, ich brauche einen Anmachspruch. Oh, wie wär's mit... Hey, Süße, wusstest du, dass dein Herz 100 Kalorien pro Stunde verbraucht, wenn du verliebt bist? Lust auf eine Trainingsstunde? Ja, klasse. Tipp immer das, was wir sagen. Und gesendet. Findest du denn, dass ich fett bin? Nein, sag. Ich meinte, ist dein Dad Bäcker gewesen? Sie sagt, wieso? Weil es so aussieht, als würde ich nur Kuchen essen? Nein, ich wollte sagen, weil du super süß aussiehst. Du hast zu früh auf Senden gedrückt. Versuch, du könntest den Verkehr anhalten. Weil ich es nicht schaffe, bei Grün über die Ampel zu kommen? Nein, weil die Leute anhalten und staunen würden. Versuch, gab es ein Erdbeben oder bist du gerade ins Zimmer gekommen? Denn du erschütterst mein... Hör auf, schon so früh auf Senden zu drücken!